Ich habe den günstigsten 992 GT3 Deutschlands gekauft. Das Problem an der Sache, es ist ein Unfallwagen mit unheimlich vielen Schäden, von denen wir nicht mal wissen, ob wir sie überhaupt jemals repariert bekommen. Genau diese Frage und viele weitere wollen wir in Folge 3 des Wiederaufbaus meines 992 GT3s klären. Ich wünsche euch viel Spaß. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich bin so unglaublich happy, dass es weitergeht. Ich bin auf dem Weg zum Karosseriebauer, was bedeutet, wir können heute endlich mit den Karosseriearbeiten anfangen, Karre wieder aufbauen. Und in diesem Moment komme ich an bei Teegarten Karosserie. Ich kann es nicht fassen. Und außerdem bin ich mega pumped, weil ich das erste Mal Karosseriearbeiten mache und mit Sicherheit eine Menge lernen kann. Genau deswegen verlieren wir keine Zeit. Also es ist schon völlig verrückt. Vor 2 Wochen war das Auto ganz bzw. komplett zusammengebaut und jetzt liegt es komplett in Einzelteilen. Und das Auto sieht mehr nach einem Unfall aus als vorher. Aber wir sind viele, viele Schritte näher daran, die Karre wieder auf die Straße zu bekommen. Was für ein Traum. Der Wiederaufbau geht genau jetzt los. So, als erstes bauen wir vorne ab, was noch da ist. Alle Kabel, Kabelbaum, Homelink, Trafo, irgendwelche Halterungen für die Klimaanlage, Kühler und so weiter. Einfach alles weg. Schaut mal hier, das hier ist die Messeinheit, mit der wir die Karre jetzt nochmal komplett durchmessen können. Wurde zwar schon bei Porsche gemacht, aber das hier ist jetzt nochmal ein geileres System, bei dem wir richtig einmal komplett auf die Punkte draufkommen und nicht um irgendwelche Punkte drumherum messen müssen. Jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Und hier steht die Karre drauf, dann weiß das Gerät quasi, wo das ist, wo das Auto ist, wo es selber ist. Dann wird das jetzt nochmal kalibriert wahrscheinlich oder so, dann gibt es diesen Nullpunkt. Du hast hier erstmal die Messschiene, dann hast du den Messschlitten, der muss erstmal wissen, wo er ist, dann wird er jetzt da angemacht, dann connecten die sich und dann einmal in XYZ-Richtung einmal alles machen. Ne? Ich zeig dir das an hier. Und jetzt müssen wir hinten auf den Nullpunkt. Jetzt drücken wir den einmal ab. Akustisches Signal. Krass, der macht immer den Ton, wenn er checkt, ja, dass er richtig ist. Beim 5. Mal gibt es sogar Applaus. Okay. Wie man unschwer erkennen kann, begeistere ich mich für alles, was mit Innovation und Erfindergeist zu tun hat. Völlig egal, ob von komplexen Karosseriearbeiten der Porsche-Reihe oder den einfachen Dingen im Leben. Und am besten dann, wenn man das Gefühl hat, es war so simpel wie genial und es liegt auf der Hand, ich hätte selber drauf kommen können. Genau diesen Gedanken hatte ich, als ich das erste Mal R abprobiert habe. Ich meine, ihr kennt das System. Deckel auf, Pott hochziehen, normales Leitungswasser trinken und das Gefühl haben, irgendwas mit Geschmack zu trinken. Irgendein Softgetränk, was auch immer, von Ananas über Cola und vielen weiteren. Was soll ich sagen? Es funktioniert. Und ich meine, allen von euch ist klar, in wenigen Tagen ist Weihnachten und wieder einmal steht der Tag vor der Tür, an dem man irgendwelche unnötigen Geschenke von Freunden und Verwandten bekommt und auch selber verschenkt. Und damit euch das nicht passiert, könnt ihr einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken und die weihnachtlichen Deals von AirUp abchecken und damit auf jeden Fall für egal wen, Freunde, Familie, euren Lieblingskollegen das richtige Geschenk machen. Vielen Dank an AirUp fürs Unterstützen dieser Videoreihe und euch viel Spaß weiter mit dem Video. Klickt auf den Link und checkt es aus. Im weiteren Verlauf des Vermessens konnten wir anhand von unheimlich vielen Punkten an der Karosserie auf millimetergenaue Weise bestimmen, dass der Rahmen des Fahrzeugs nicht krumm ist. Diese Information, gepaart mit der Expertenmeinung von Teegarten Karosserie, alleine entscheidet darüber, dass wir den Wagen tatsächlich reparieren können. Und genau damit soll es losgehen. Also, Oropax rein, jetzt höre ich nichts mehr, Brille auf. Jetzt können wir damit anfangen, die vorhandenen, ja, sieht sehr gut aus. Können wir damit anfangen, die vorhandenen Klebestellen abzumachen, damit wir dann den ganzen Vorderwagen rausbrennen können. Liebe Grüße! Gefickt? Nee, noch Glück gehabt. Digga, gerade gesagt. Dafür ist halt diese Decke da, ne? Ja. Das sind halt Schutzdecken, die sind auch feuerfest. Das grob rausgeschnitten, dass wir schön nachher an die Fließformnieten rankommen. Und dann kann man nachher mit der Presse schön hingehen und schön die Nieten rausstanzen, dass man schön beidseitig Zugang hat. Schön und gut, aber die Karosserie ist ja nicht der einzige Schaden am Auto.
Das hier ist der Fahrersitz des Wagens. Die Sitze ein absolutes Highlight für mich. Komplett aus Carbon, mega leicht, aber beim Aufprall eben auch kaputt gegangen. Hier an der Seite hat sich der Airbag geöffnet und das soll er im Zweifelsfall beim nächsten Aufprall auch tun. Deswegen muss sich ein sehr erfahrener Porsche-Sattler darum kümmern. Da muss die Nadel- und Fadenstärke passen, damit dieses Ding eben wieder aufgeht und damit es nicht so aussieht, als wäre dieser Sitz jemals kaputt bzw. offen gesehen. Den Sitz neu zu kaufen ist keine Option, denn so ein einzelner Sitz, Fahrerseite 992 GT3, kostet ca. 10.000 Euro. In absoluter Feinarbeit hat Fabian von Exclusive Car Interior in kürzester Zeit meinen Carbon-Schalensitz mit Originalleder und Nähten wieder hergerichtet. Dafür musste der gesamte Sitz auseinandergenommen und komplett neu gesattelt werden. Was für ein Traum. Ey, vielen Dank. Ihr müsst euch vorstellen, wäre dieser Mann nicht gewesen und hätte das mit Original-Porsche-Leder, Original-Porsche-Naht alles perfekt so in kürzester Zeit gemacht, wäre ich allerfrühestens im Januar mit dem Auto wieder auf der Straße gewesen. Tag Nummer 2 bei meinen Freunden von Teegarten Karosserie. Gestern konnten wir die Wanne schon grob heraustrennen, um uns einfacheren Zugang zu verschaffen. Jetzt heißt es, in mühevoller Kleinarbeit die letzten Überreste zu entfernen. Müssen wir damit gar nicht mehr bohren? Nein, damit ist es komplett ohne Bohren. Okay, weil ich habe gesehen, bei Matt Armstrong, der hat ja auch 992 GT3 umgebaut, der hat so 20 Bohrer verkackt. Ja, das ist noch relativ wenig. Ja? Ja. Du setzt die einmal schön an. Wichtig ist, dass du nicht verkannt bist und dass das schön mittig ist, ne? Weil das ist quasi auch die Prägung, die Vorgabe für unser Neuteil. Also da ist schon ein bisschen Druck drauf, ne? Da pressen ein paar Tonnen und dann fährst du wieder zurück. Hast du ein sauberes Loch da drin. Krass. Hier hast du die alte Niete, ne, den Auswurf und dann geht's weiter. Wir haben es ja schon gehört, also es gibt eine Niete, an die wir mit der Presse nicht vernünftig drankommen, ohne den Bügel zu wechseln. Deswegen nehmen wir die jetzt als Testniete, um zu zeigen, wie scheiße das mit dem Bohren ist. Als erstes billiger Bohrer. Plus, man darf auf keinen Fall verkacken. Dieses Loch muss am Ende haargenau 6,6 mm sein. Kein Millimeter mehr, kein Millimeter weniger. Das bedeutet, mit Abrutschen, bisschen links und rechts bewegen, um das Ding frei zu bekommen, ist nicht. Also, das hier muss genau sitzen. Und genau deswegen übernehme ich die Arbeit hier. Geht. Vielleicht habe ich doch den guten Bohrer bekommen. Also geht, aber ist deutlich beschissener als... Jetzt siehst du halt, was ich meine mit dem Zeitunterschied, ne? So, Nieten alle rausgedrückt, rausgebohrt. Jetzt gilt es hier, die ganzen Schweißnähte noch aufzumachen. Ganz wichtig, hat Andi mir gerade erzählt, es gibt eine Sache, die nennt sich Kontaktkorrosion. Bedeutet, wir dürfen zwischen dem Stahl und dem Alu die Werkzeuge nicht hin und her benutzen, weil wir die Späne vom Stahl zum Beispiel nicht in dem Alu mit drin haben wollen. Weil sonst das Alu, das ja eigentlich nicht korrodiert, durch die Stahlspäne anfangen kann, porös zu werden oder irgendwie scheiße zu werden. Deswegen neues Band auf dem Bandschleifer und bei Alu Mundschutz, Augenschutz, Ohrenschutz, weil der Staub, die Späne sind richtig scheiße. Machen wir das mal weg. Was mich riesig gefreut hat, ist, dass ich unter professioneller Anleitung von Teegarten einen großen Teil der Arbeiten selber durchführen konnte. Und genau das ist es nämlich, was diese ganzen Serien für mich ausmachen. Ich kann in neue, bisher unbekannte Jobs reinschnuppern und einfach mal ein Gefühl bekommen. Sobald es aber ernst wird, ist Andi natürlich nicht weit und ich werde wieder zum menschgewordenen Föhn, um den alten Kleber aufzulösen, damit Andi die verbleibenden Teile der alten Kofferraumwanne raustrennen kann. Und wo wir gerade schon mal bei Profis sind, ihr könnt es euch schon denken, ich ziehe mir Mundschutz, Brille und Oropax an und mache mich wieder an die Schleife. Geil, aber wie lange bist du hier? Weil ich habe dich noch nicht hier mal gesehen. Ich bin seit gestern und noch ein paar Tage. Oh, mein neuer Praktikant. Ja, Mann. Wie lange machst du Praktikum? Ein Auto lang. Ja, so. So, jetzt auf Sponti. Glücklicherweise bei Teegarten gehen die Profis ein und aus. Bedeutet, jetzt ist ein Beulendoktor da. Der probiert uns hinten links am Kotflügel. War der Kotflügel ja so leicht eingedellt. Und best case kriegen wir den raus, ohne das neu lackieren zu müssen. Genau das versuchen wir jetzt. Guck mal hier, professionelles Licht. Krank. Ja. Der macht's ja aber schwer. Der macht jetzt die ganze Zeit hoch und runter.
Digga, das ist schon so viel besser. Krank. Innerhalb von 2 Minuten. Also wirklich, Profis du und Profis du. Richtig krass. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Krass, ey, richtig krass. Während hinten gerade die Beule rausgemacht wurde, ist Andi hier schon fleißig am Vermessen. Und in den letzten, im letzten Tag, also gestern und heute, hier alles abgemacht, bum bum bum, abgeschliffen, das wisst ihr ja alles. Hier ist ein neues Teil. Dafür haben wir einmal die Karre komplett neu eingemessen, weil die Schiene wieder zentriert werden muss, beziehungsweise eingemessen werden muss. Jetzt hier oben das Teil. Können wir anfangen, hier Löcher zu bohren und dieses obere Teil quasi schon mal ja, fertig für die Installation machen. Das ist übelst geil. Und dafür hier diese kranke Konstruktion. Von hier unten ist der Messarm, boom, hier hoch. Zack, zack, da rein. Es gibt Toleranzen, aber man will natürlich alles auf 0, 0, 0, 0, 0, 0 mm Toleranz. Das ist dann einfach Sache für einen Profi und bin ich mega happy, dass, obwohl es nicht sein müsste, hier alles bis auf den letzten Millimeter austariert wird, damit die Karre einfach wieder genauso perfekt dasteht, wie sie aus dem Werk kommt, beziehungsweise noch besser. Wir sind am Bord. Andi hat über viel hin und her und hin und her alles perfekt ausgerichtet, damit es wieder perfekt wird. Das bedeutet, wir können jetzt die Löcher bohren, die dann genau an der richtigen Position sind, um nächste Woche dieses Blech fertig zu machen, wenn der gesamte untere Teil da ist. Also hieß es, neue Löcher ins neue Teil bohren, um schon mal die finale Position des Teils fixieren zu können. Das Problem, ab diesem Zeitpunkt stand die Arbeit für uns erstmal still. Und das auf unbestimmte Zeit. Die schon mehrfach angesprochene Kofferraumwanne ist nicht lieferbar. Und zu unserem Leidwesen soll das nicht unser einziges Problem bleiben. Wenn ihr mich also auf diesem ungeahnt steinigen Weg begleiten wollt und erfahren möchtet, wie es mit dem Wiederaufbau weitergeht, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und freut euch auf weitere Folgen.